Die Haxenbraterei Hochreiter präsentiert Die Zeit läuft, Wiesn Spezial. Zeit läuft. Ein neuer Tag, oder soll ich sagen, eine neue Woche. Die Zeit läuft spezial. Und heute bei einer Firma, Consilia. Die machen was mit Steuer und Wirtschaft. Sehr trockene Angelegenheit. Grüß Gott. Die schaut gut aus, die hat ein Dirndl da. Jeden Tag im Dirndl? Ja. Stimmt das? Stimmt das? Sitzt jeden Tag im Dirndl da? Ja, ganz brav. Dann macht's einmal einen Rundruf. Die ersten 8, die in der Limousine sitzen, sind auf der Wiesn. Zieh dich an. Wer ist denn das? Wer soll dich anziehen? Kollegin, bitteschön. Kollegin, grüß dich. Ja, ich erkenne die Stimme schon. Ich gebe es weiter. Ja, genau. Weitergeben. Ach, immer gut. Bis gleich. Also das, so stell ich mir den Schreibtisch einer Steuerfachbetriebsspezialistin vor. Ja? Dekoriert, gell? Also sag einmal, wer ist denn da so kitschig von euch? Wir alle zwei. Beide, oder? Na klar. Da haben Sie die richtigen gefunden. Wir passen zusammen. Und jetzt gehen wir rein in Hochreiters Haxenbraterei. Ich glaube, heute gibt es eine Haxen. Magst du Haxen? Ja. Das habe ich gewohnt. Was machen wir jetzt? Sagen wir es. Was wir jetzt machen, wir zwei gehen jetzt in die Küche und machen einen schönen Teller, oder? Ja, einen wunderschönen Teller. Was machen wir denn? Ich würde sagen, auch über die Schweinshaxen mit einem Kartoffelknödel und einem Krautsalat dazu. Das ist unsere Spezialität. Und schon seit 30 Jahren. Und weißt du, was ich jetzt habe? Was hast du? Hunger? Ein Sauhunger. Ja, das haben wir jetzt. Alles gut, gell? Und so ein kleines Schluckerl Mineralwasser gibt es auch? Ein kleines Schluckerl Mineralwasser gibt es und ein kleines Schluckerl Schnaps gab es auch. Das mit dem Hopfen und Malz drin ist. Mineralwasser mit Hopfen und Malz. Ja, genau. Ja, gut, also dann machen wir das. Machen wir. Gehen wir in die Küche, auf geht's. Wir gehen in die Küche, Warst du jetzt zufrieden? Gut war's. Ja, haben wir das gut gemacht, oder? Perfekt. Machen wir nächstes Jahr wieder. Gerne. Ja, wir sehen uns wieder morgen in neuer Frische. Servus.